Ein ätherischer und femininer Look, der das Gesicht umrahmt und weibliche Stärke mit femininer Kraft vereint. Das Haar mit Catwalk Oatmeal & Honey Shampoo und Conditioner waschen, Hair Rister und Bodyfying Spray als Schneidelotion auftragen. Einen Mittelscheitel von der Stirn bis in den Nacken ziehen. Das Haar durch eine radiale Abteilung von Ohr zu Ohr über die Krone hinweg aufteilen. Den inneren Bereich isolieren, vier rautenförmige Partien in jedem Viertel abteilen und zusammennehmen. Hinter den Ohren diagonale Partien nach vorne abteilen, um Seiten und hinteren Bereich zu trennen. Mit dem Schnitt hinten mittig beginnen. Eine zentrale vertikale Partie am Okzipitalknochen abteilen. Das Haar auf 90 Grad zum Kopf hin kämmen und auf 90 Grad zur Kopfrundung abheben. Durch Stufung von kürzer nach länger Gewicht von der Basislinie reduzieren. Mit dieser Technik zu den Ohren hin fortfahren und jede Partie zur Mitte überziehen, um Gewicht und Länge in den Ecken beizubehalten. Achten Sie auf die veränderte Hand- und Körperposition. Dieselbe Technik auf der anderen Seite wiederholen. Die Grundlinie im parallelen Point Cut bei einer Abhebung von einem Finger breit neu definieren. Zwei leicht diagonale Partien an den Augenbrauen abteilen, um den Ponybereich zu bestimmen. Eine zentrale, vertikale Partie an der Stirn abteilen, das Haar auf 90 Grad zur Haarlinie abheben und im Blond Cut der Kopfform folgen. Im Ponybereich auf beiden Seiten jede Partie zur Mitte überziehen, bis der hohe Punkt des Ansatzes erreicht ist. Um die Seitenkontur neu zu definieren, bei niedriger Abhebung leicht nach vorne überziehen und kontrolliert slicen, um die Länge anzupassen und Weichheit zu kreieren.
Den unteren Bereich isolieren und feststecken, den oberen Bereich lösen. Eine zentrale, vertikale Partie abteilen, das Haar auf 90 Grad zum Oberkopf kämmen und abheben. Eine zentrale Führung für die Stufung etablieren, dafür im Point Cut nach vorne hin leicht länger und nach hinten leicht kürzer schneiden, sich an der Länge des unteren Bereichs orientieren. Das restliche Haar zur Mitte hin überziehen und gleichmäßig im Point Cut schneiden. Die letzte Partie von der Mitte nach außen hin slicen. So entsteht Weichheit im Overcut und eine visuelle Angleichung zwischen den Stufungen und der Kontur wird erreicht. Achten Sie auf die veränderte Hand- und Körperposition. Dieselbe Technik auf der anderen Seite wiederholen. Das Haar mithilfe einer TG Pro Large Round Brush trocken föhnen. Den Schnitt im Slide Cut, im tiefen parallelen Point Cut und durch Slicing ausarbeiten. Catwalk Texturizing Salt Spray auf das Haar geben. Mit den Händen auflockern und trocken föhnen, um eine weiche, entspannte Textur zu erhalten. Abschließend Work It Hairspray auf das Haar geben.